Ja, dann fragen wir mal nach der Belohnung. Ich will meine Belohnung. Belohnung fürs auf die Nerven fallen? Dafür gibt es höchstens eine königliche Tracht Prügel. Ich habe einen Auftrag für Ihre Majestät ausgeführt. Mit sowas haben wir nichts zu tun. Wir sind nur der ausführende Arm der regionalen Verwaltung. Wer seid ihr? Die Autorität. Und die Zivilisation. Naja. Wieso ist nicht er die Autorität und du bist die Zivilisation? Ich finde auch eher, dass ich von uns beiden die Zivilisation bin. Du? Zivilisation? Du lässt überall deine Socken herumliegen. Worin macht sich die Autorität bemerkbar? Wir entscheiden, wer rein darf und wer nicht. Gut. Worin macht sich die Zivilisation bemerkbar? Wir schreiben alles auf, was passiert, und legen es im königlichen Archiv an. Schön, jetzt weiß ich mehr. Na, immerhin. Ah, je, je, je. Wie kann ich diese verdammte Insel verlassen? Nun, es gibt einen Flugplatz auf dieser Insel. Einen was? Es handelt sich um den Flugplatz des Dr. T. Er ist unser Vorgesetzter, wissen Sie? Von diesem Flugplatz aus fliegen Luftschiffe nach Kalkutta. Was zur Hölle ist ein Luftschiff? Naja, ein Schiff, das fliegt. Schiffe schwimmen. Ich weiß das. Ich bin Kapitän. Nein, dieses fliegt, weil es... Ach, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall fliegt es. Wer ist dieser Dr. T.? Er ist der von Ihrer Majestät eingesetzte Gouverneur auf dieser Insel. Und er exportiert Tee in aller Herren Länder. Noch nie was von Dr. T's Finest gehört? Dr. T's Finest? Komisch, das trinke ich seit meiner Kindheit. Na sehen Sie. Dann werde ich diesen Flugplatz mal besuchen. Aber erwarten Sie keinen freundlichen Empfang. Normalerweise wird die Luftstrecke nur für den Teehandel genutzt. Und der Doktor ist etwas, nun ja, eigenbrötlerisch. Ja, das ist gut zu wissen. Vielleicht können Sie noch mehr über den Flugplatz erzählen. Könnt ihr mir mehr über den Flugplatz erzählen? Wie gesagt, unser Gouverneur Dr. T. betreibt ein großes Handelsimperium. Und durch seine Luftschiffe ist er der Konkurrenz einen gewaltigen Schritt voraus. Vielleicht nimmt er sie mit auf einer seiner Routen nach Kalkutta. Vielleicht auch nicht. Der Doktor mag Menschen im Allgemeinen nicht sehr gern. Hey, das wollte ich auch gerade noch hinzufügen. Hast du aber nicht. Immer musst du das letzte Wort haben. Gar nicht wahr. Ich komme später wieder. Nur zu. Oh je, was für zwei Trottel. Das. Aha. Schon wieder Mr. Unbekannt. Was wollen Sie? Da wollte ich doch gar nicht nur hin. Nur für britische Staatsbürger. Ich komme später wieder. Nur zu. Okay. Da kommt man nicht rein. Da haben wir ein britisches Wachhäuschen. Die britische Kolonialvertretung auf Tooth Island. Ja, okay, was haben wir da? Oh, ja. Nett. Eine Leine, um Wäsche zu trocknen. Nicht ganz mein Geschmack. Ein Regenschirm mit henkelartigem Griff. Klassisch britisch. Und da haben wir wieder einen Dschungel. Ein absolutes Pilotprojekt. Hier wird eine Straße mit Teer gebaut. Hier soll wohl einmal eine Straße aus Teer gebaut werden. Ja, weit sind sie aber noch nicht gekommen. Ein Warnschild. Das Ding blockiert jegliches Durchkommen. Hier ist wohl erstmal kein Durchkommen. Okay. In dem Fall gehen wir mal ins Hotel rein. Putzt alles blitzeblank. Keine Ahnung, ich sehe im Moment keinen, also nehmen wir es mit.
Hey, Finger weg von meinen Haushaltsmitteln! Da ist noch Löst zuverlässig alles ab und auf. Hey, Finger weg von meinen Haushaltsmitteln! Okay. Das geht nicht so. Wir werden anscheinend beobachtet. Ich benutze einfach mal die Klingel und schau, was passiert. Was war das gerade? Willkommen im Punch-Up Inn. Dem einzigen Hotel auf Tooth Island mit einem kompletten Stern. Das einzige, das bloß einen Stern hat? Das einzige, das überhaupt Sterne hat. Also dann, was kann ich für Sie tun? Ich möchte meine Belohnung kassieren und dann runter von diesem Felsbrocken. Da kann ich Ihnen wohl kaum helfen. Das ist mir schon bewusst, aber ich wollte es mal gesagt haben. Hier verkehren auch gar keine Schiffslinien. Das heißt? Das heißt, dass Sie hier nicht so schnell wieder runterkommen. Vielleicht hat man beim britischen Wachposten noch einen Tipp für Sie. Die wollen mich nicht reinlassen. Hat ein gewisser Montgomery hier ein Zimmer reserviert? In der Tat. Aber bevor Sie fragen, nur eben diesen Mr. Montgomery werde ich in sein Zimmer lassen. Er hat nämlich schon Post erhalten. Und die ist sicher nur für seine Augen bestimmt. In Wirklichkeit bin ich ja vom Schlüsseldienst und müsste mal die Schlösser... Na sicher doch. Ja? Nein. Schade. Ein gewisser Montgomery hat hier sicher etwas für mich hinterlassen. Nein, hier wurde nichts hinterlassen. Tut mir leid. Hören Sie, ich habe Schiffbruch erlitten. Ich muss bei irgendeinem Zuständigen die Belohnung für die Überfahrt abholen. Und dann wieder von diesem Nest verschwinden. Aha, aha. Haben Sie denn eine Adresse oder sowas? Nein, das Ganze ist ein Geheimauftrag. Tja, denkbar schlechte Voraussetzungen für Sie. Was würden Sie denn in meinem Fall tun? Oh, bei Problemen kehre ich für gewöhnlich meinen Hinterhof. Da kann man prima nachdenken. Toll, ich habe aber keinen Hinterhof. Oder ich poliere die Fenster, ist auch ganz gut. Wie ich schon sagte, mein Schiff ist hin, deswegen habe ich auch keine Fenster. Ein Wasserrohr reparieren kann auch ganz inspirierend. Ich glaube, wir kommen so nicht weiter. Ja, das glaube ich auch. Warum ist der Kamin an? Na, dafür gibt es doch den Stern. Für den Kamin? Bei dieser Bullenhitze? Ach, da wollen wir mal nicht kleinlich sein. Das Reglement sagt, dass es einen Stern für einen Kamin gibt. Also muss der Kamin an sein. Na, klasse. Das heißt, Sie haben keinen Stern für hygienische Badezimmer? Ganz genau. Irgendwo muss man schließlich sparen, wenn man am Tag so viel Holz verfeuert. Ich bin sehr stolz auf meinen Stern. Er bedeutet mir sehr viel. Er muss immer blitzen und blinken. Und wenn er mal nicht blitzt und blinkt, muss ich ihn putzen. Mein schöner Stern. Ach, ich liebe ihn. Die einzige Bedingung, die man für einen Kamin erfüllen muss, ist, den Gästen hin und wieder ein Glas Wasser anzubieten. Ich möchte ein Zimmer mieten. Kostet 2 Pfund die Nacht. Und 15 Pfund Kaution. 17 Pfund also, wenn ich bitten dürfte. Sobald man mir meine Belohnung ausgezahlt hat, kann ich das bezahlen. Ja, ja, sobald, sobald. Dann kommen Sie doch so bald wie möglich wieder. Nett. Aber das hier ist vielleicht eine ganz gute Idee. Könnte ich vielleicht etwas zu trinken haben, solange ich warte? Als kaminführendes Hotel sind wir vertraglich verpflichtet, Ihnen ein Glas Wasser anzubieten. Wegen der enormen Hitze. Sonst besteht die Gefahr, dass wir den geschätzten Stern verlieren. Also, bitte sehr. Sehr schön. Ein Wasserglas. Da ist auch der Stern. Der eine Stern des Ein-Sterne-Hotels. Blank poliert und anscheinend der ganze Stolz des Hoteliers. Der Stern ist leider festgeklebt. Können wir den rauskratzen? Das wird nicht funktionieren. Ja, das dachte ich mir schon. Was haben wir da? Da geht's hoch. Der Putzmittelhammer. Da geht's nach draußen. Da kann man etwas draufstellen. Wüsste aber jetzt nicht, was wir draufstellen sollten. Da haben wir noch eine Figur.
Mir scheint, der indische Hotelier beschäftigt sich mit nicht ganz so indischen Künsten. Naja, er ist eben ein aufgeschlossener Mann. Das sieht irgendwie nach Leschak aus. Nanu, ist es wirklich noch so früh? Ah, wir kommen sogar hoch. Klasse. Das sollte ich mir genauer ansehen. Dann mach's doch. Dafür ist die Leine leider etwas zu weit weg. Ah, schade. Da haben wir noch ein Zimmer 7. Komm mal da rein. Verschlossen. Verschlossen. Nein, natürlich nicht. Und weiter nach vorne geht's anscheinend nicht. Na gut, gehen wir wieder runter. Was haben wir sonst noch hier alles? Hier haben wir noch eine Schlüsselablage. Dort werden die Schlüssel aufbewahrt. Etwas morbide. Und das ist der gute Kamin. Als ob es hier nicht heiß genug wäre. Können wir den Kamin löschen mit dem Gaswasser? Was tun Sie denn da? Der Kamin ist aus! Wenn jetzt mein Hotel überprüft wird, verliere ich meinen Stern! Löst zuverlässig alles ab und auf. Wenn er mich dabei erwischt, bringt er mich sicher um. Ich sollte es subtiler versuchen. Das Ding ist schon blitzsauber. Kein Staubkorn zu sehen. So. Ich wollte doch nur... Na klar. Putzt alles blitzeblank. Löst zuverlässig alles ab und auf. Ah, vielleicht eine Idee. Vielleicht kann man die einfach umtauschen. Was tun Sie denn da? Der Kamin ist aus. Wenn jetzt mein Hotel überprüft wird, Ja, das wissen wir schon. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Gut. Ob das hilft? Keine Ahnung. So. Nein, jetzt ist doch der Stern schmutzig. Ich hole das Putzmittel. Ha, es funktioniert. Klasse. Junge, Junge. Nanu, seltsam. Das hilft mir vielleicht weiter. Und wir haben den Stern. Mein Stern, mein Stern! Sie müssen mir sofort meinen Stern wiedergeben! Machen Sie keinen Unsinn, Mann! Tun Sie ihm nichts! Ich muss ihn sofort wiederhaben! Was wollen Sie von mir? Nee. Ich denke das ja. Ich möchte in das Zimmer von Mr. Montgomery.
Schön, schön. Sie dürfen rein. Wenn Sie mir nur meinen Stern wiedergeben. Hier ist der Schlüssel. Na also. Oh, mein geliebter Stern. Das war böse von Ihnen. Wir sind ein böser, böser Jack.